Hi und herzlich willkommen. Heute erzählen wir euch ein bisschen was zum Fersensporn und zeigen euch ein paar Übungen. Wir starten mit ein paar Mobility-Übungen, gehen dann über in drei Triggerübungen und runden das Ganze ab mit ein paar Kräftigungsübungen, die ihr ganz einfach zu Hause selbst machen könnt. Lasst uns anfangen mit einer wirklichen Aktivitätsübung. Optimalerweise seid ihr barfuß. Und was ihr mal probieren sollt, das kann man ziemlich cool einfach mal in den Alltag einbauen, beim Zähneputzen oder irgendwo, dass ihr euch flach richtig schön in die Matte reingrabt mit euren Füßen und jetzt mal probiert, den großen Fußzeh abzuspreizen. Ich weiß, das ist super intensiv, selbst wenn es nur 1-2 cm sind, probiert mal richtig schön, ich mache es mal mit dem Daumen vor, den großen Fußzeh abzuspreizen. Das kräftigt hier in eurem Fußgewölbe eure Fußmuskulatur. Wenn ihr es probiert, schaut mal, dass ihr im Optimalfall die kleinen Fußzehen auf dem Boden lasst, wenn das möglich ist. Ich würde es immer erst auf einem Fuß und dann auf dem anderen Fuß probieren, sodass man wirklich die Belastung dann auf dem linken Fuß hat und jetzt rechts so ein bisschen anheben kann. Genau. Und richtig schön da aktiviert. Also es geht nicht nur darum, nur nach außen oder nach innen zu drücken. Du kannst auch mal probieren anzuheben, wieder in die Matte reinzukommen. Selbst wenn man wirklich eine Aktivität auf die Fußzehen bringt. Als zweites würde ich übergehen in eine Mobility-Übung, den Kniesitz. Vielleicht setzt du dich mal gerade auf die Matte. Genau, und Ziel ist es, dass ihr die Fersen recht nah aneinander bringt. Also kurz nach oben. Den Spann wirklich auf die Matte drückt. Und jetzt probiert mit eurem Gesäß hinter zu den Fersen zu kommen. Und das kann einen intensiven Zug auf die vordere Unterschenkelmuskulatur bringen. Und wenn das zu intensiv ist, bleibt noch mal ein bisschen weiter oben, dann könnt ihr hier ein Kissen euch drunter klappen. Also wenn der Zug beim Runtergehen zu intensiv wird, setzt euch hier ein Kissen rein und dann könnt ihr euch absetzen. Probiert die Fersen wirklich intensiv aneinander zu drücken. Jetzt komm mal nach unten und jetzt arbeitest du dich da richtig schön in die Muskulatur rein. Lass uns übergehen zum Triggern. Vielleicht setzt du dich mal auf einfach hin. Schnappst dir mal den Small Body und tastest mal, leg mal dein Bein so ein bisschen an. Genau, jetzt tastest du mal hier an der Wade entlang und gehst wirklich mal die Wade lang, bis du irgendwann übergehst in die Achillessehne. Wir wollen nicht im Bereich der Achillessehne arbeiten, sondern wirklich muskulär. Das heißt, hier unterhalb des Knies so 3-4 Finger Abstand zur Kniekehle sind eigentlich immer ganz gut. Dort kannst du dich mal so ein bisschen rantasten und reintasten und solltest du dann auch die ein oder andere Thematik spüren. Und dann legst du das Triggerding einfach mal hin und kannst hier jetzt richtig schön in die Wade reinarbeiten. Und was das Schöne ist im Bereich des Unterschenkels, du kannst den Druck ziemlich gut regulieren, wenn du jetzt zum Beispiel auch mal die Hand einfach drauflegst und so das Gewicht ein bisschen erhöhst. Das merkst du dann sicherlich um einiges intensiver. Und du machst automatisch schon so, du bewegst dich über die Rotation eigentlich ganz gut in den Punkt dann rein. Lass uns übergehen zum Bereich des Fußes. Dazu würde ich den Füßling nehmen. Man kann es natürlich auch mit dem Small Body nehmen, aber wenn wir jetzt einen da haben, nehmen wir den Füßling. Entweder man macht es im Sitzen, jetzt würdest du im Bereich der Ferse, also wirklich hier hinten im Bereich der Ferse, dich mal draufstellen und dort, wo der Fersensporn dann ja auch die größte Thematik ausgelöst, einfach mal richtig schön reinarbeiten. Genau, da merkst du, wie du über den Druck richtig schön in den Bereich entspannen kannst. Kannst das Ganze auch im Stehen machen. Ich würde sagen, wir zeigen erst noch kurz den Bereich der Plantarfaszie, gehen dann kurz nochmal ins Stehen über. Aber so merkst du, wie du den Druck ziemlich gut regulieren kannst. Und jetzt kannst du auch hier wieder, indem du dich ein bisschen nach vorne lehnst, nochmal den Druck erhöhen. Dann lass uns mal jetzt übergehen, und zwar zwischen Ferse und Fußballen liegt hier der Bereich, liegt die Plantarfaszie. Dort gehst du jetzt mal drauf. Genau, und jetzt merkst du, wie das richtig schön sich ins Gewebe arbeitet. Bleib mal mit dem Fuß drauf, jetzt gräbt sich das Triggerding richtig in die Muskulatur rein. Und du kannst auch mal probieren, jetzt die Fußzehen anzuheben und wieder senken zu lassen. Genau, und so kannst du den Druck auch ganz gut erhöhen. Und dann würde ich sagen, probier beide Übungen mal im Stehen gerade aus. Genau, probier einfach selbst vielleicht erst hinten an der Ferse und dann kannst du dich Stück für Stück vor bis zum Plantar, was du vorarbeiten. Und so ist es sicherlich um einiges intensiver, weil der Druck einfach höher wird. Ne?
Genau, jetzt probierst du nochmal im Bereich der Plantarfaszien. Und da ist es ziemlich cool, das Triggerding ist von der Höhe so, dass es wirklich unter den Fuß passt. Deswegen würde ich es auch empfehlen, wir können ja mal den Vergleich kurz ziehen. Da hast du halt jetzt, schaffst es nicht die Ferse aufzusetzen, sondern nur einen Bereich. Und beim Füßling ist es ziemlich cool, weil du wirklich die Ferse jetzt abstellen kannst und hier dich voll drauf konzentrieren kannst. Und jetzt zieh nochmal da vielleicht die Fußzähne ein bisschen an und lass sie wieder sinken. Dann würde ich sagen, lass uns zu einer Kräftigungsübung übergehen. Dazu schnappst du dir mal einen Socken. Und zwar, die Kräftigungsübung sieht folgendermaßen aus, dass wir wirklich wieder probieren, die Fußmuskulatur richtig schön zu aktivieren und zu kräftigen. Das, was wir vorhin beim Abspreiz gemacht haben, probierst du jetzt mal zusammenzuziehen. Das heißt, du schnappst dir, stellst dich auf einen Fuß und schnappst dir mit deinem Fußzeh den Socken. Genau. Da gibt es zwei verschiedene Variationen. Einmal, du hast es jetzt so gemacht, wie wenn du mit der Hand zugreifen würdest. Die zweite wäre, wenn man Daumen dran drücken würde, also den großen Fuß dran drücken würde. Die zwei Variationen kann man einfach mal so ein bisschen rumspielen. Genau, dann auf einem Bein stehen, den Socken hier mal hinwerfen, mal holen, kannst auch mal hinten, hinterm Bein langführen. Und das führt auf der Seite dazu, dass du richtig schön deine Muskulatur in den Fußzehen aktivierst. Auf der anderen stehst du ja die ganze Zeit auch auf einem Bein, das wird dann mit der Zeit auch recht intensiv. Genau, und als letzte Kräftigungsübung würde ich sagen, machen wir eine tolle Übung für die Fuß- und auch Beinmuskulatur. Dazu baue ich dir mal hier so ein kleines Quadrat aus Triggerdingern auf. Du stellst dich mal einfach in die Mitte. Genau. Und jetzt tippst du jedes einzelne Triggerding mal mit deinem Fuß an. Ich habe jetzt einen recht kleinen Bereich gewählt. Genau, kommst mal hinten dran und auch hier dran. Probier hier hinten lang zu gehen. Genau. Jawohl. Und das fordert auf jeden Fall deine komplette Fußmuskulatur vom Standbein. Und hier würde ich sagen, definitiv barfuß durchführen und mal probieren, 3-4 Runden. Und man kann dann ja immer mal ein Stück den gesamten Bereich erweitern. Dann wird es auch um einiges intensiver. Also wenn wir das weiter nach vorne machen, wird es dann auch anstrengender. Und diese Übung hilft dir sehr, sehr gut dabei, deine Muskulatur im Bereich des Fußes aufzubauen und du kannst dich wirklich Woche für Woche da auch von der Kraft her steigern, indem du einfach den Bereich breiter machst. Natürlich müssen wir es nicht mit Triggerdingern machen, das kann man mit Socken oder Bällen oder Handtücher machen, aber es hilft sehr, hier eine konstante Kräftigung aufzubauen. Ich hoffe, die Übungen gefallen euch. Ihr habt ein bisschen was zu ein paar Beweglichkeitsübungen, drei spannenden Triggerübungen und zwei richtig intensive Kräftigungsübungen gelernt. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns, schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns, wenn es euch hilft. Danke.